Und willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Ja, im letzten Part sind wir in der Gruselvilla angekommen, um Professor Algit natürlich zu helfen. Und wir haben eine verschlossene Tür, die uns ja den Weg versperrt hatte. Aber wir haben ja die kleine Maus mit dem Schlüssel gefangen und können die Villa nun betreten. Zum Leide Luigi's, aber komm Luigi, wir sind alle bei dir. Habt da keine Angst. Oh oh. Komm schon. Geh. Trau dich. Hallo? Ich glaube, Luigi ist sogar noch schreckhafter geworden, als er es ohnehin schon war. Gut, dann wollen wir uns doch mal hier im Flur, im Foyer umschauen. Und ja, es wäre eigentlich schon gemein, wenn jetzt hier schon der erste Gruselspaß auf Luigi warten würde, da er ja noch nicht mal einen Schreck weg hat. Gut, dann ist hier der Haupteingang und hier wäre doch der Schreck weg dann. Ist ja immerhin das Ausrufezeichen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier rein. Die Garage. Ja, Luigi. Da hattest du keinen weiten Weg. Was haben wir denn hier? Na, jetzt guck doch mal richtig da rein. Ja, nee. Hat er anscheinend keine Lust zu. Dann gehen wir hier kurzerhand weiter. Lalalala. Was haben wir denn hier? Oh, wir können sogar in die Decke gucken. Dort oben sind Münzen und ansonsten nichts. Gut. Ja, Luigi, wir brauchen auf jeden Fall den Schreck weg. Jetzt lauf doch mal hier ein bisschen. So, X. Ja, wo kann der denn nur sein? Wo kann er denn nur sein? Vielleicht hier drunter? Nee. Im Auto? Nee. Also jetzt bin ich selber irgendwie ein bisschen nicht blind. Hier haben wir noch eine Tür, die wir nicht nutzen können. Ja, aber ich finde den Schreck weg auch nicht. Hier hinter? Gut, hier haben wir ein paar Münzen. Oh, Geld! Wir haben Geld oder Gold. Aber ich finde doch tatsächlich den Schreck weg nicht. Das Tuch können wir nicht nehmen. Ja, das fängt natürlich super an. Ah, hier das Auto. Ah, im Auto. Da hätte ich eigentlich am wenigsten damit gerechnet. Aber nun ja. Na so, mal gucken, wie die Bedienung des Staubsaugers gehen wird. Und Luigi fühlt sich natürlich direkt wieder gut. Durchsuche die Garage. Ja, haben wir geschafft. So, dann wollen wir den Anruf mal entgegennehmen. Superb, das hätten wir ja gut gemacht, Luigi. Dies ist der neue Schreckweg 0915. Saug stärker denn je und kinderleicht zu bedienen. Halte einfach eher, um zu saugen. Bevor du die Geister das Fürchten lehrst, probier ihn doch erstmal aus. In der Garage liegt sicherlich allerlei Unrat und Kehricht. Der ideale Feld, das ideale Feldversuch. Oh, Leute, Leute. Ich muss R dafür drücken. Na, da muss ich ja hier meine Konstruktion wieder umbauen. Mal sehen, wie gut das klappen wird. Und zack. So, weil, ja, beim Aufnehmen bin ich nur sehr sperrig hier und komme, wie gesagt, gar nicht gut an die Tasten. Aber wir werden, ja, das Ding schon schaukeln. Aha, mit Luigi. So, mit R können wir saugen. Und wie drehen wir uns dann? Fehlen natürlich ein paar Tasten im Gegensatz zu GameCube-Controller. So, aber hier saugen wir erstmal den Dreck weg. Bekommen natürlich Geld. So, und jetzt muss es doch dafür irgendeinen Knopf geben, oder nicht? So mit B, ja, geht ja ein bisschen nach unten. Nee. Mit X, wie gesagt, da guckt er dann nach oben. Aber wie er sich beim Saugen im Kreis drehen kann, ist mir ein Rätsel. Anscheinend gar nicht. Gut.
Ansonsten wird uns vielleicht Professor Aigit das noch erklären, falls es doch möglich sein sollte. So, wir laufen hier natürlich noch ein bisschen weiter, saugen alles Mögliche ein. Komm schon. Ah, okay. Ein gutes Prinzip erstmal. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Den wollen wir uns natürlich direkt aneignen. Zack. Und ab dafür. Ich mag unseren Klingelton. Na, wie läuft's mit dem Schreckweg 0915. Luigi? Tolles Ding, nicht wahr? Geisterjagen ist damit ein Riesenspaß. Ich versprech's dir. Eigentlich sollten ja ein paar in der Nähe sein. Sieh dich doch ein wenig um, ja? Nein, wir wollen nicht. Geh auf Geisterjagd. Und Luigi bibbert die Melodie wieder mit. Sehr schön. Zack. So, wollen wir hier auch noch ein bisschen saugen. Der Teppich. Hier sind keine Geister. Alles geisterfrei. Dann wollen wir noch ein bisschen hier die Münzen aus der Decke holen. Yay. Denn an Münzen kann man ja nie genug haben. So, was haben wir hier sonst noch? Zack. Hier sieht man die Außenwand der Villa. Ja, dann drücken wir nochmal X. Vielleicht ist ja mittlerweile hier wieder ein Geist drin. Nee. Oder meint er jetzt nicht in der Garage? Ich gehe jetzt davon aus in der Garage, aber dann gehen wir hier einfach weiter. Ja, wir werden nicht aufgehalten. Heißt, wir können das machen. Ohne Probleme. Und hier ist doch ein Tuch. Na, komm. Wirst du wohl mitkommen? Zack. Und flutsch, weg ist er. Und dann wollen wir doch erstmal diese Tür hier auch hineingehen. Garteneingang und im Hintergrund sieht man schon etwas rumlaufen im Garten. Ja, ich glaube, es hat uns bemerkt. Oh, der arme Luigi. Öffnen. Ja, hier haben wir nichts. Gut, dann haben wir hier noch einen kleinen Kamin. Der brennt. Ah, Hilfe! Löschen. Oh, Gott sei Dank, wir wollen ja natürlich nicht die Villa hier anbrennen, obwohl... Wäre natürlich auch eine Option. Was ist das? Interagieren können wir damit nicht. Vielleicht ist das ein Retina-Scanner? Wer weiß. So, aber erstmal hier die Münzen wieder mit eingesammelt. Und dort oben, der Kronleuchter, sieht doch verdächtig aus. Weil dort liegt ein Schlüssel drauf. Yay! Ja, das geht ja ganz flott hier. Zack! Und wir haben zwei Schlüssel. Wow, wow, wow. Spinnengeister? Oder nur Spinnen? Alter. Gut, dann wollen wir den Teppich hier noch einrollen. Und dort unten ist was versteckt. Ah. Yay. Wir haben einen kleinen Geheimgang freigesetzt. Und erhalten dadurch viel Geld. Das ist schön. Aber die Spinne, die eine, die macht mir doch noch Sorgen. Oh, Entschuldigung, ich musste gerade niesen. So, und... Ja, wo ist denn jetzt die Spinne? Gut, dann wollen wir den Teppich erstmal hier wieder einfahren. Wir haben ja alles, was wir wollten. Zack! Also ausrollen, meine ich. Und dann haben wir aber immer noch keine Geister hier, wirklich. Ja... Die Tür ist noch verriegelt, dafür müssen wir irgendwie mit dem Retina-Scanner interagieren, was uns aber momentan noch nicht wirklich möglich ist. Dann würde ich sagen, gehen wir hier raus und wir haben ja noch hier eine weitere Tür, die wir natürlich mit einem Schlüssel öffnen wollen. Und die Schlüssel verschwinden, das ist ja unfair. Mann. Ansonsten hätten wir es natürlich einfach. Haha, die ersten zwei Geister. Ja, wow. Die Geister scheinen sich ja ein bisschen zu fürchten. Ah, aua, bist du denn des Wahnsinns? Aber sie freuen sich anscheinend auch, Luigi jetzt gleich ärgern zu können. Wow. Damit hätte ich ja nie gerechnet, die bösen Statuen. So. Aua! Ach, das waren zwei. Ja, vielen Dank auch. So, geht mal weg hier. Mach auf! Nein! Sie versperren uns den Weg. Ihr bösen, bösen Statuen. Dann müssen wir da wohl ganz schnell sein. So, dann... Und ab dafür! Wow! Gut.
das hätten wir schon mal geschafft. Dann sind wir an den Statuen vorbei und ich, das war ja mal mega geil. Also, damit hätte ich im Leben jetzt nicht gerechnet. Da es halt im ersten Teil auch nicht so war. So, wir benutzen unseren zweiten Schlüssel. Lassen Luigis Gebibber hinter uns. Denn jetzt wird er richtig was zu tun haben. Ah, die haben dort oben was versteckt. Und das wollen wir uns natürlich holen. Ah, ziemlich schön hell hier. Hier haben wir wieder einen Retina-Scanner. Gut, dann mal gucken, ob wir dort oben nicht drankommen. Ja, sieht gut aus. Die Reichweite ist sehr gut, oder? Müssen wir etwa nach oben? Ja, wahrscheinlich. Gut, dann wollen wir uns mal die Treppe raufwagen. Und Luigi, komm, wir laufen jetzt mal ein bisschen. Müssen ja hier nicht so zaghaft vorgehen. Anruf von Professor Aigit. Entgegennehmen. Luigi, siehst du den runden grünen Apparat dort rechts an der Wand? Mhm. Das ist ein Türschloss. Aktiviere es einfach, indem du es mit Strom... Alle Wetter, dein Schreckweg 0915, fehlt ja der Stroboblitz. So kriegst du die Tür nie und nimmer auf. Und Stroboblitz ist klein und grün und kugelig. Die Geister haben ihn sicher versteckt. Er kann nicht weit weg sein. Such ihn. Ja, wir haben den ja schon gesehen. Der steht oben auf dem Kronleuchter. So, Luigi, wie gesagt, wir wollen jetzt hier ein bisschen laufen. Wir müssen hier nicht zaghaft vorgehen. Oh, ein Safe. Oder ein Aquarium. Das wollen wir uns nochmal angucken. Hallo? Ja. Dort drin sind Sterne. Und hier auch ein Funkelner. Sieht wichtig aus, aber der kleine Fisch, der sieht doch ein wenig gefährlich aus, würde ich grob behaupten. So, wir sind jetzt nah genug am Stroboblitz, hoffe ich. Und wir wollen ihn... Ah, dort oben haben wir... Okay. Nochmal ein Ventilator, um den Kronleuchter hinabzulassen. So geht das jetzt auf Zeit. Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir wieder gemütlich runter, beziehungsweise nehmen die Beine in die Hand und laufen ein wenig, damit das nicht... Hey, 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 bist du denn des Wahnsinns? Bleibst du wohl hier? Ja gut, so viel zu... Geht das denn auf Zeit? Anscheinend nicht. Ja, doch, super. Hätten die ja irgendwie andeuten können. Dann hätte ich mich noch mehr beeilt. So, jetzt nochmal die ganze Schose hier. Wieder Kronleuchter runterlassen. Und. So, jetzt die Beine in die Hand nehmen. Ganz schnell, Luigi, komm, lauf. Lauf einfach. So schnell, wie du kannst. Nein, Hilfe. So, und jetzt ab zum Stroboblitz. Nein, 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 nein. Oder muss ich den nehmen per Knopfdruck? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Probieren wir als nächstes aus. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Und Luigi ist bestimmt auch glücklich, solange er den Raum nicht wechseln muss. Denn hier scheint es ja noch sicher zu sein. Aber Luigi, da müssen wir durch. Durch jeden einzelnen Raum. So, und jetzt lauf wieder. Lauf! So, jetzt wollen wir aber mal an den Stroboblitz hier kommen und... Ah, okay. So einfach. Ja. Hoho. Ja. Oh. Haha. Wow. Ja, Luigi. Da hat Luigi auch ein Erfolgserlebnis. Da fühlt er sich wieder gut. Und wir werden natürlich wieder von Professor Aigit angerufen. So, dran geht's. Holla, mein Lieber. Vorsicht mit der Blitzerei. Der Stroboblitz ist kein Spielzeug, sondern eine unabdingbare Hilfe. Mit ihm kannst du zum Beispiel Türen mit grünen Sensoren daran öffnen. Du musst nur ziehen und kurz A gedrückt halten. Versuch es gleich mal an der Tür rechts. Finde den Stroboblitz. Haben wir abgeschlossen. Gut. So, und dann wollen wir mal den Stroboblitz hier ausprobieren. So, mit welcher Taste ging das jetzt? Hey. Ah, mit A. Okay. Ja, der Stroboblitz aktiviert den Mechanismus und wir könnten die Tür durchtreten.
Anruf von Professor Aigit. Oh, du nervst aber langsam, ehrlich mal. Blitzsauber, mein Lieber, aber das war noch nicht alles. Du kannst Geister mit dem Stroboblitz blenden. Erst dann lassen sie sich aufsaugen, verstanden? Dann los! Zeig diesen Rabauken, mit wem sie es zu tun haben! Okay, das wird aber was. Gut, das wollen wir aber natürlich noch in dem Part machen. Deswegen kurzerhand hier hinein. Und mal gucken, wo sie da sind. So. Es dauert aber recht lange, den aufzuladen. Aber geil, wie ein Fotoapparat. Also schon krass anders als im ersten Teil. Ich bin gespannt, ob ich... Oh, herrlich. Der arme Luigi. So, und dort haben wir anscheinend einen Geist. Den werden wir natürlich versuchen zu blenden. Und... Nee, das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Flutsch! Dann wollen wir mal saugen. Ah, okay, hier war noch ein Laken vor. Oh, der kleine Geist, der verschwindet natürlich. Er will nicht von uns aufgesaugt werden, aber Luigi, wir müssen es tun. Hinterher. Geh wieder zurück. Benutz die Toilette wieder. Zack. So, wo ist der kleine Geist denn jetzt? Er haut natürlich vor uns ab. Ah, hier haben wir ein Herz. Das können wir gut gebrauchen, nachdem ich so... Wow! Gefällt habe. Bei den Statuen. So. Den haben wir geblendet und wir saugen ihn kurzhand auf. Komm schon. Gegenlenken und A gedrückt halten. Flatsch, weg ist er. Geist Nummer 1. Und dort ist der zweite. So, schnell wieder unseren Stroboblitz aufladen. Zack. Und aufsaugen. Komm schon. Immer gegenlenken und flatsch. Auch weg ist der zweite Geist. Herzen für uns und der Raum ist wieder hell. Und wie man es kennt, heißt es. Eigentlich, er ist geisterfrei. Oh. Luigi ist natürlich wieder ängstlich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder... Wow, in den Hauptraum. Oha, und hier sind natürlich wieder viele Geister. Zack, so, die blenden wir alle kurzhand. Und jetzt geht die Action hier erst richtig los. Oh, ich hab verkackt. So, erstmal wieder aufladen. Verdammt. Ich hoffe, wir haben da nicht so eine Batterie dafür, die irgendwann wieder weggehen wird. Nein, ich komme natürlich mit der Steuerung noch nicht so ganz zurecht. Moment, Moment, Moment. So, hier in Position stellen. So, die Geister blenden und aufsaugen. Oh. So, komm schon. Ah, wenigstens einen. Ich habe es irgendwie verpasst, A zu drücken. Zack, und blenden. So, aber viel Lebensenergie haben die auch nicht mehr. Flutsch, und weg mit dem zweiten Geist. Und jetzt kommt auch noch der dritte. Yay! Oh, geh auf Geisterjagd. Geschafft. Ja, war klar, dass Professor Aigit wieder anruft. Aber den Anruf wollen wir natürlich entgegennehmen. Wir haben ja keine Wahl. Famos gemacht, Luigi, geradezu geistreich. Geistreich, ah, wie lustig. Da fühlt man sich doch gleich wieder wie früher, nicht wahr? Na, das reicht auf jeden Fall fürs Erste. Ich hol dich in den Unterschlupf zurück. Oh nein. Wir waren noch gerade so gut in Fahrt. Und ab dafür. Mission abgeschlossen. Benötigte Zeit. Oh, sehr lange bestimmt. 20 Minuten, wow, das geht doch noch. Gefangene Geister, 6 verlorene Herzen, 60 Reichtümer, 162. Schnellste Zeit, bla bla bla, Rekorde, ja. Gefundene Juwelen. Oh, gefundene Juwelen. Oh, oh, guckt euch an, wie viel. Und was mir natürlich nicht ganz so gefällt, ist, dass es so levelmäßig aufgebaut ist. Also zumindest scheint es jetzt so. Und dann haben wir nichts irgendwie so mit einer freien Oberwelt. Aber mal gucken. Wenn wir halt wieder zurückgewoxelt werden, dann werden wir das halt. Soll dem Spielspaß ja keinen abtun. Du bist wieder zurück, unversehrt, und alle voxeln noch dran. Wunderbar gemacht, mein Guter. So, setzen wir dem Tohuwabohu im Nu ein Ende. Dann schauen wir mal, was du mit dem Schreckweg 0915 so alles aufgesaugt hast.
So, Professor Aigit will natürlich die ganzen Geister, die wir haben. Keine Ahnung, was er damit macht. 9 Geist gefangen, Masse in Wunzen, 3W. Okay. Nächstes extra bei 2000. Da fehlt uns wohl noch einiges. Aber ich bin mal gespannt, was das nächste extra denn sein könnte. Bam, bam. Oh, die schöne Musik. Fabelhaft, ich muss diese Geister sofort gründlich studieren. Bitte, wo dieser Schlauch gerade eben hinführt? Na, ganz einfach. Alles, was du sammelst, landet unten in meinem super sicheren Git-Speicher. Schau ruhig mal dort vorbei. Im Speicher findest du allerlei nützliche Informationen. Jeder Geist wird akribisch von mir beschrieben, überaus wichtig für den wissenschaftlichen Kanon. Zur Bestimmung ihrer Masse hilft mir eine besondere Einheit, die auf Erdgeister geeicht ist. Die aigittische Wichtelunze, kurz Wunze, oder auch schlicht famos, Luigi, nicht wahr? Die ganze Welt wird einmal das Gewicht von Geistern und Wunzen messen, da bin ich mir sicher. So, dann will ich die Gruselwille mal flugs auf Paranormalitäten und derlei Phänomene analysieren. Der Gumba soll mich holen, wenn das Finstermondstück nicht dort irgendwo versteckt ist. So, Schreckwerk 0915 haben wir abgeschlossen. Und das nächste, was wir aber uns erst im nächsten Part anschauen werden. Zahnräderjagd. Wir müssen die Finstermondstücke unbedingt finden. Die paranormalen Signale aus dem nördlichen Teil der Gruselvilla sind besonders stark. Dort werden wir weitermachen. Aber das erst im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Er war ja auch schön lang. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es dann hoffentlich so richtig losgeht, weil das Tutorial-Level haben wir sozusagen jetzt abgeschlossen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Ciao!